Hallihallo ihr Lieben, es hat eine neue Woche begonnen und wir haben diese Woche auf jeden Fall auf dem Plan mit ihr das Alleinbleiben trainieren. Wir müssen heute Glas wegbringen, dauert so ungefähr 10-15 Minuten, deswegen fangen wir damit auf jeden Fall an. Und sie kann ja schon sitzen, deswegen wollen wir ihr auf jeden Fall Platz beibringen. Und je nachdem, wie schnell sie das hinbekommt, gucken wir mal, was wir danach noch bei ihr beibringen. Falls euch die Videos von uns gefallen, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt was Nettes in die Kommentare. Und wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann abonniert uns doch gerne. Eine Woche ist jetzt vergangen. Und ich finde echt, dass sie tatsächlich schon größer geworden ist. Also sie ist immer noch klein. Aber sie ist tatsächlich schon gewachsen. Meine kleine Nudel. Und das Spielzeug hat Kobi zu Weihnachten bekommen. Das habe ich jetzt auch mal rausgeholt, weil ich glaube, das mag sie. Da ist ein Seil dran und das quietscht. Und allgemein sieht unser Wohnzimmer hier immer aus wie so ein Spieleparadies. Sascha hat uns jetzt erstmal Spaghetti Bolognese gemacht. Wieso hast du die Chips da hingestellt? Natürlich. Das gibt jetzt erstmal zum Mittag, also Frühstück-Mittagessen. Wir haben noch nichts gegessen heute. Und so sieht tagsüber einfach unser Schlafzimmer aus. Denn wir haben die Hundetreppe, die Kissen, was alles so drumherum kommt, stapeln wir jetzt nämlich immer. Denn wir haben nämlich das Gefühl, dass Ellie lieber auf so Teppiche, Decken drauf machen möchte. Und da wir ja Angst haben, dass wir vielleicht mal irgendwas übersehen, vielleicht ein Pipifleck oder so, kommt das jetzt alles erstmal da hoch. Kobi ist mal wieder unterm Bett. Es ist nämlich heute wieder so warm. Ich freue mich schon so sehr. Die Woche soll nämlich jetzt auch öfter mal gewittern und regnen. Oh, ich freue mich schon so sehr, wenn es ein bisschen kühler wird. Aber für Welpen Stumm reinbringen, finde ich, ist Sommer echt perfekt, weil so oft, wie du mit dem Hund rausgehen musst, wäre das halt echt doof, wenn du dir immer eine Winterjacke dafür anziehen musst oder wenn es die ganze Zeit regnet oder so. Aber es ist trotzdem einfach definitiv zu warm. Also ich schwitze jetzt schon. So, also wir lassen jetzt Ellie das zweite Mal jetzt alleine. Und wir haben den Welpenauslauf jetzt vorbereitet. Und tatsächlich haben wir sogar noch zwei übergelassen, weil das ist schon groß genug. Da kommt jetzt noch gleich Wasser rein und Sascha war jetzt eben gerade schon mit ihr. Das würden wir auch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr das alleine bleiben trainiert, dass ihr, bevor ihr sie alleine lässt, immer noch mal kurz raus wart. Es kann aber trotzdem passieren, dass sie reinmachen wird, weil sie hat ja Angst. Ja, Trinknapf hat sie jetzt bekommen. Und wir werden jetzt noch Hintergrundmusik anmachen, das machen wir ja bei Kobi auch immer. Und dann werden wir sie einfach reinsetzen und dann einfach gehen. Also wir werden auch nicht Tschüss sagen oder so, wir verlassen dann einfach den Raum. Und wir sind mal gespannt, wie das hier gleich aussehen wird in 15 Minuten. Oh Mann, ey. Jetzt fängt das wieder an. Ja, wir waren jetzt 11 Minuten weg und der Käfig ist trocken, aber sie hat die Wassernappe umgeschmissen. So, ich bin mal auf die Aufnahme gespannt. Da draußen haben wir nichts gehört. Nee. Guten Morgen, ihr zwei. Was? Habe ich jetzt irgendwas Falsches gesagt? So, beide haben jetzt schon gefrühstückt. Und das heißt, wir gehen jetzt gleich raus. Sascha ist gerade bei der Arbeit, das heißt, ich werde das zweite Mal mit den beiden alleine gehen. Kann man denn nur so verfressen sein, Ellie? Es ist übrigens jetzt auch gerade ihre Lieblingsstelle, da immer dran zu knabbern. Und sie weiß ganz genau, dass sie das nicht soll. Macht trotzdem. Das ist eigentlich Kobis Decke. Aber da haben wir schon gesagt, vielleicht mag sie einfach den Geruch von Kobi so sehr. Deswegen sage ich da jetzt mal nichts. So, jetzt sind ein paar Minuten vergangen. Ellie hat nochmal gespielt, am Knochen geknabbert. Sollte jetzt alles verdaut sein und jetzt gehe ich mit beiden mal raus. Das kann wieder was werden. So, eigentlich wollte ich jetzt gehen und jedes Mal, wenn wir Kobi das Geschirr ummachen, dann fängt das irgendwie immer an, dass Ellie ihn attackieren möchte. So, am Anfang ist Ellie erstmal noch im Beutel drin.
Macht sich übrigens ganz gut, damit Kobi erstmal in Ruhe puschern kann. Und gleich kommt sie dann auch runter. Das macht sie echt gut. Voll schön. Und natürlich immer Kobi beobachten, ne? So, ich versuche jetzt hier mal gerade zu filmen. Aber es geht. Warum liegt hier mein Latschen, Ellie? Sie fängt tatsächlich hier schon an, Schuhe zu klauen. Na, Ellie, wie sie da gerade schon wieder hingehen wollte, ne? Ich muss gleich mit den beiden das zweite Mal alleine mit denen raus. Und wir haben Ellie das Heizmann jetzt tatsächlich doch wieder dran machen müssen erstmal. Weil das Geschirr, was wir nämlich ihr gekauft hatten, das ist immer noch zu groß, obwohl wir das schon in die engste Stufe ja eingestellt haben. Ich denke mal, in 3 Tagen oder so wird sie bestimmt ein bisschen gewachsen sein, sodass vielleicht das Geschirr dann passt. Denn Ellie fängt nämlich tatsächlich an, unter parkenden Autos zu laufen oder auch ganz viel in den Mund zu nehmen. Und wenn sie halt ohne Leine läuft, dann ist das doch ein bisschen anstrengend und deswegen muss sie erstmal mit Leine wieder laufen. Und richtig gut, es nieselt ein bisschen. Und allgemein soll es heute, glaube ich, nur bis zu 26 Grad werden. Und die kommende Woche soll das Wetter auch nur so 20 Grad, 24 Grad sein, bewölkt. Und da freuen wir uns schon sehr, weil wir haben die Hoffnung. Kobi verzieht sich ja immer, wenn es zu warm ist, unterm Wohnzimmertisch oder unterm Bett. Also lässt sich fast gar nicht sehen tagsüber. Und wir haben halt die Hoffnung einfach, dass, wenn es jetzt ein bisschen kühler wird. So, Daddy kommt gerade, jetzt freuen sich alle. Oh. Warte, zeigen wir das mal. Ah, oh, wir haben dich so vermisst. Voll süß, wenn man jetzt einfach dass man jetzt von 2 Hunden begrüßt wird. Wir hoffen jetzt einfach, wenn es so kühler ist, dass Kobi auch mehr rauskommt und dass sie dann noch mehr miteinander spielen als vorher. Und dass wir dann natürlich auch mehr Runden mit ihm gehen können. Wir müssen gleich einkaufen fahren. Und da werden wir wieder Ellie und Kobi alleine lassen. Aber bevor wir das machen, werden wir jetzt erstmal mit den beiden rausgehen. Geh jetzt aufs Dach. Wow! Sagen Sie, es stinkt. Kann der eigentlich schon vorher herausfinden? Und Sie haben alle Elvis-Poster. Verstanden. Mhm. Sieht ja aus, als hätte dir jemand bei einer Stephen Hawking-Vorlesung den letzten Sitzplatz weggeschnappt. Ja. So, wir sind wieder da. Wir waren jetzt, glaube ich, eine Stunde und bestimmt... Ein bisschen mehr. Ja, über eine Stunde weg. Und das ist tatsächlich sauber. Das Einzige, sie hat den Wassernapf komplett umgeschmissen. Es ist hier halt alles nass. Also, ich muss mal gucken, ob das wirklich nur Wasser ist. Sascha geht jetzt erstmal mit ihr direkt raus. Und ich werde das jetzt hier erstmal aufräumen. Wenn wir sie das nächste Mal wieder nur so für 10 Minuten oder so alleine lassen, dann kommt der Napf erstmal raus, weil immer bis jetzt, wenn wir sie allein gelassen haben, hat sie immer den Wassernapf umgeschmissen. Ja, und das ist natürlich dann nicht so schön. Hast du fein gemacht, ja. Hm. Hat sie gut gemacht, ne? Das war deine erste Stunde, also ein bisschen über eine Stunde war sie ja jetzt alleine. Toll. Toll. Es ist Mittwoch und es ist wieder total warm und sonnig, was ein bisschen nervig ist. Wir haben das gestern extrem genossen, dass es gestern mal so kühler war. Und heute ist es wieder viel zu warm. Und wir haben ein paar Bilder gemacht mit Ellie. Und bald hoffentlich können wir auch mal Bilder mit Ellie und Kobi zusammen machen. Und jetzt werden wir mal ein bisschen Platz trainieren, ne Ellie? Also Ellie muss Sitz machen. Und dann, Ellie, komm her, sitz. Und dann, Ellie, die ist immer noch so hektisch. Super. Und dann geht man so runter und sagt Platz. Aber Platz sagt man erst, wenn sie sich auch wirklich komplett hingelegt hat. Und wenn sie das gemacht hat, dann gibst du auch ein Leckerli. Sitz. Platz. Fein. Sitz. Und Platz. Oh, super fein! Also ich gebe ihr auch wirklich immer nur das Leckerli erst, wenn sie auch wirklich dann richtig Platz gemacht hat. Hoch. Und Platz.
Fein. Also sie kann das jetzt schon mittlerweile ganz gut. Also wir üben das schon seit ein paar Tagen. Und jetzt ist es schon so weit, dass wir sagen, ich würde sagen, sie kann schon Platz. Ich versuche jetzt mal ohne Leckerli. Platz. Fein. Na fein. Das war schon Sitz und Platz. Ja, fein. Ja, fein. Super. Wenn ich hierher sitz. Du bist eine gierige Gierschlundmaschine. Platz. Du musst das machen. Sie hat doch Sitz gemacht. Sitz. Platz. Fein. Fein. Ja. Ist das fein gemacht? Los geht's. Ich kann das besser. Jetzt gibt's nichts mehr. Nee, jetzt brauchst du auch keinen Sitz mehr. Da ist sie. Da ist sie. Sie ist bei Geld vom Vorabend. Mann, Mann, Mann. So, wir sind jetzt mit Ellie und Kobe zu unserer Feldmark gefahren. Aber bis jetzt sind wir noch nicht so weit gekommen. Da, wo das Auto steht, da haben wir geparkt. Das sind wie viele Meter ungefähr? 100. Weil die halten hier die ganze Zeit an und Ellie schnüffelt auch immer dann, genau dann, wenn Kobi schnüffelt, weil sie ihm irgendwie gefühlt alles nachmacht. Na, sie traut sich auf jeden Fall noch nicht so weit mitzulaufen, was ich aber auch ganz gut finde. Und aktuell ist es noch sehr angenehm, aber man merkt schon, dass es richtig warm wieder heute wird. Deswegen nutzen wir jetzt das Wetter aus. Attackieren! Los, Kobi, Attacke! Mal, Kobi, los! Oh. Aus! Kopf runter! So, wir waren jetzt gerade die Mittagsrunde mit den beiden. Und Sascha baut jetzt den Welpenauslauf wieder auf. Denn wir werden Ellie und Kobi jetzt wieder alleine lassen. Ich glaube, also wir fahren nämlich zu Hagebaumarkt. Wir brauchen nämlich noch ein bisschen ein paar Sachen für unser Badezimmer. Und ich denke mal, wir sind 20 Minuten, 30 Minuten in den Dreh weg. Also nicht so lange. Dann haben wir sie diese Woche sie dreimal alleine schon gelassen, ne? Ja, das ist ja eigentlich voll in Ordnung. Und mal gucken, wie sie sich dieses Mal verhält. Also bis jetzt hat sie ja noch nicht einmal reingemacht. Und wir waren ja jetzt auch gerade eine gute Runde mit den beiden. Und da hat sie auch ihr Geschäft erledigt. Also mal gucken. Na komm. Ja. Und jetzt liebe Leute. Hallo, hallo meine Schätze. Hallo, hast du super gemacht. Hast du super gemacht. Wir sind wieder da und wir waren tatsächlich doch über eine Stunde unterwegs. Und sie hat wieder nicht reingemacht, also richtig, richtig gut. Also dafür, dass wir sie jetzt dreimal so richtig alleine gelassen haben, hat sie es jetzt die dreimal schon richtig, richtig gut gemacht. Schon richtig, richtig gut gemacht. Jedenfalls ist sie schneller als ich. Und dann macht er. Und oh! Oh ja, du hast mich fast abgeschossen. So, Ellie fängt genauso an wie Kobi damals, Socken zu klauen und mit dir zu spielen. Ist das witzig? Haben eure Hunde auch immer Socken geklaut? Könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben. Na, tschüss! Wo geht sie denn jetzt damit hin? Ah, ich glaube, Sascha, du musst mit ihr jetzt raus. Mhm. Schnüffelt mir zu sehr. Ellie. Jetzt fängt der nächste Hund an, abzuhören. Bitte. Ich habe für Kobi hier ein Leckerli hingelegt. Ah. Okay, dann geh mal mit ihr vor die Tür. Viel Erfolg. So, ich werde mich heute komplett um den Haushalt kümmern.
sprich Bett neu beziehen, Staubwischen, Saugen, Bad, Müll etc. Und als Geheimtipp, gib dem Welpen einfach einen neuen Knochen und dann sind sie selber beschäftigt und die legen sich meistens immer dahin, wo ihr seid und dann könnt ihr in Ruhe euer Haushalt machen. Und die sind glücklich, weil sie neuen Knochen haben und eine Beschäftigung haben. So, da ich ja Montag, Dienstag und Mittwoch nicht da bin, übt Sascha heute schon mal alleine mit den beiden Hunden zu gehen. Und ich gebe ihm gerade ein paar Anweisungen. Genau, da einfach dann Eddie dran machen. Chill mal, bitte, Mausi. Kobi wartet auch schon, weil es ist seine erste Runde. Für Eddie ist das dann heute die dritte. Also die erste richtige. Das ist ja anders schwierig. Sie sieht da aus wie so ein Känguru, voll geil. Ja, und dann gehst du in der Hocke. Ist die denn überhaupt richtig drin? Ja, ja, alles gut. Und dann nimmst du sie noch im Arm. Also ich glaube, ich mache erst die Tür auf und zu und nehme ihn dann. Ja, wie du willst. Okay, Tür voll. Jo. Da läuft er jetzt. So, wir haben eine coole Idee und zwar habe ich das Spielzeug einfach an den Sitz von, also an den Stuhl von Sascha dran gemacht und so kann Ellie die ganze Zeit dran ziehen, kriegt die ganze Zeit Widerstand, aber es spielt gar keiner mit ihr, also quasi spielt sie die ganze Zeit gerade mit sich selber, das ist voll witzig. Na, sie ist auf jeden Fall beschäftigt und man macht gar nichts, das ist voll geil. Sascha bearbeitet übrigens gerade das Video, was letzte Woche online gegangen ist. Und sie beschäftigt sich da jetzt und Kobi guckt ihr nur zu. Aber es bollert halt ganz schön. Ja, also das können wir nicht lange auf jeden Fall machen, sonst kriegen wir Ärger von den Nachbarn. Aber klar, kaum ist die Kamera an, hören sie wieder auf. Na, hast du gerade mit Kobi gespielt? Schön, ne? Wie lange war das jetzt? 10 Minuten bestimmt, stimmt, ne? Ja. Sehr, sehr schön. Leider hatte ich mal wieder die Kamera nicht so schnell parat. Das ist immer so nervig. Aber die haben wirklich gerade miteinander gespielt. Die sind die ganze Zeit unter das Bett. Ich weiß nicht, was sie für eine Art Spiel gespielt haben, aber manchmal hat man nur Kofis Kopf gesehen, manchmal hat man Ellie rausflitzen sehen und so. Das war ultra witzig. Es ist Sonntag und ich wollte wieder ein Fazit geben zu der zweiten Woche. Also Ellie hat nur dreimal ungefähr, kann auch viermal sein, Pipi reingemacht. Nicht groß, also ich würde sagen, für die Verhältnisse, dass wir Ellie erst 2 Wochen haben, finde ich es eigentlich schon sehr, sehr gut. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist immer wieder ärgerlich, wenn sie reinmacht, weil man sich ja manchmal so denkt, hätte man das nicht irgendwie schaffen können, dass sie nicht reinmacht. Also diese Woche haben wir sie ja jetzt schon 3-mal alleine gelassen. Das war jedes Mal sehr gut. Wir werden sie heute tatsächlich wieder alleine lassen, denn heute läuft ja Champions League Finale. Und das gucken wir nämlich bei Freunden. Ja, dann haben wir Ellie diese Woche tatsächlich 4-mal alleine gelassen. Und mit Kobi wird es tatsächlich auch schon immer besser. Die Temperaturen sind ein bisschen gesunken, sodass Kobi tatsächlich auch mehr zu uns kam und auch mehr was machen wollte. Kuscheln tun sie aber allerdings immer noch nicht. Also ich bin mal gespannt, wann das dann so kommt. Aber was uns aufgefallen ist, Kobi kommt tatsächlich zum Schlafen auch wieder hoch ins Bett. Wir haben diese Woche fleißig das Alleinbleiben trainiert. Ich bin nächste Woche 2,5 Tage auf Fortbildung, bin deswegen gar nicht da. Das heißt, Sascha ist komplett alleine mit den beiden. Und ich bin mal total gespannt, weil Sascha ist dann der Erste, der mit den beiden komplett alleine ist. Für mehrere Tage und auch sogar Nächte. Das Gute ist, Sascha hat von seiner Arbeit aus 2 Wochen Homeoffice bekommen und danach habe ich noch mal eine Woche Urlaub. Das heißt, Ellie ist noch nicht so lange alleine. Da hatten wir Kobi tatsächlich schon eher öfter alleine gelassen. Aber Montag und Dienstag hat Sascha zum Beispiel immer Fußballtraining und da ist er 2 Stunden nie da. Und ja, das heißt, nächste Woche wird tatsächlich Ellie schon Montag und Dienstag komplett alleine sein, die 2 Stunden jeweils. Ja, also ich würde sagen, das war's mit dem Video.
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt was Nettes in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.